Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 30. Juni 2019. Die alten Mayas und das war ein Hochkultur haben ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet, im Einklang mit der Natur, im Einklang auch von kosmischen Einflüssen. Leider wurde von diesem Kalender ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, möchte ich diese Kalender näher bringen, damit wir im Einklang sind mit den kosmischen Einflüssen, Einklang mit der Natur. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Wellen bedeuten Töne, Schwingungen, Frequenzen. Wir befinden uns gerade in der 16. Welle, bis 6. Juli 2019. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Über diese 16. Welle herrscht Kib. Das ist das Symbol dafür und bedeutet übersetzt Eule. Die Krafttier ist auch die Eule. Das ist die Welle des Wissens und die Welle des Verzeihens, regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und dort Weisheit zu erlangen, in die Tiefe schauen. Alter Schmerz loslassen, das ist die Zeit, die Befreiung und inneres Wachstum. Heute sind wir im 7. Tag dieser Welle, also regiert die Zahl 7 und so haben die Mayas das gezeichnet, 5 und noch die 2 dazu. Die Mayas beschreiben die Zahl 7 als Reinheit und Klarheit. Die Verbindung zum göttlichen Quelle, göttliches Wissen und Erkenntnisse, das spiegelt etwas Göttliches. Die heutige Energie ist Ik, so wurde das gezeichnet, übersetzt bedeutet Wind, die göttlichen Atem, Ideenreichtum, eine wichtige Botschaft, Klarheit, die Macht, die Gedanken und die Sprache. Aber nicht nur das, sondern aktiviert unsere Vorstellungskraft, symbolisiert auch die Kommunikation und auch das Baum des Lebens. Es ist ein göttlicher Atem. In unserem Körper herrscht über Lunge, Atem und Atemwege. Die Krafttier ist Falke. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.